oder? Das Leben ist lustig und traurig. Und deswegen trägst du dich jetzt in unser TV-Total-Freunde-Buch ein. Da kommen nur Leute hin, die mindestens dreimal bei uns zu Gast waren. Schauen wir mal, wer hier, Nora Tschirner ist schon drin, hier Helge Schneider ist drin, falsch reingeklebt das Foto, Matthias Schweighöfer. So, und jetzt kommst du. Du musst dazu allerdings ein paar Fragen beantworten. Ja, gerne. Die sehr intim sein können. Mein Name, kein Problem für mich. Mein Name ist Charlotte. Du heißt wirklich so, das ist kein Künstlername. Nein, oder so. Charlotte mit SCH. hast du einen Spitznamen? Ja, Roshi. Roshi? Ach, das wusste ich nicht. Echt, den hast du mir gegeben beim Stockcar-Fahren. Ach so, echt? Guck mal an. Roshi. Siehste? Geburtstag? 18.03. 78. 78, oh, ganz schön alt. So, dann mein Geburtstag. Ja, stimmt. Nein, ganz schön jung natürlich. Sternzeichen? Fische. Fische. So, Geburtsort? High Wycombe. Wie? High wie hoch? Ja. Wycombe mit Y, Kombe. Ah, Wycombe. Das kommt ganz oft in Kriegsfilmen vor. Das ist in England, von wo aus die Luftangriffe geflogen wurden nach Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Also kommt oft im Kriegsfilm. An der Kanalgrenze? High Wycombe, ja. Ah, okay. Genau, da wurde ich geboren. Ja, da wo die Kreidefelsen sind, ne? Auch während des Krieges. Sehr gut. Haarfarbe sehe ich ja. Ist die echt? Was ist das? Schwarz? Haarfarbe? Weiß-braun. Ja, weiß-braun, ja. Braun. Braun-schwarz. Richtig? Braun-schwarz. So, besondere Kennzeichen. Hast du irgendwas? Tätowierungen? Arschgeweih. Arschgeweih? Ja, hast du wirklich? Ja. Das war früher in. Das war früher in, ja, genau, das ist das Problem. Früher. Ja. Arschgeweih. Das war die Zeit, wo Arschgeweih cool war, ne? Ja. Und jetzt geht's nicht mehr ab. Ja, ist egal. Selber schuld. Ach, gehört zum Leben dazu, ne? Ja. Lieblingsberuf? Prostituierter. 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 Finden Männer gut, die das machen. Prostituierter. Ja. Also meinst, was heißt das denn bei Männern auch Prostituierter? Heißt das nicht Stricher? Nee, das ist so abwertend. Das ist ja ein richtiger Beruf. Ach, das ist ein richtiger Beruf, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Callboy. Ja, das ist auch klingt so. So, Lieblingszahl? Lieblingszahl? Hast du eine Lieblingszahl? 69. 69? Warum gerade die 69? Ich finde das schön, dieses Ineinander, die Zahlen. Ja. Lieblingsstar? Hast du einen Lieblingsstar? Lieblingsstar. Mal ernsthaft, ein Star, Elvis. Ein Idol. Elvis? Natürlich. Das hört man total oft, selbst von jungen Leuten, die sagen alle Elvis. Das ist der Beste von allen, auch wenn er nichts selbst geschrieben hat, ne, komisch. Das ist ähnlich wie Joe Cocker, der hat auch nie selber ein Lied geschrieben. Oder Tina Turner hat auch nie selber ein Lied geschrieben. Die können alle nur singen, naja. Lieblingsland? Ja, England. England. Natürlich. Mhm. Sehr gut. Scheiße, ne? Das mache ich in meiner Freizeit. Nee, England finde ich super, nur die Leute sind halt scheiße. Aber, also mit Ausnahme von dir natürlich. Ja, aber ich suche Pilze. Pilze? Du suchst Pilze? Wirklich wahr. Ernsthaft? Ja, ist jetzt gerade Saison. Ich gehe im Wald und mit so einem Körbchen, wie Rotkäppchen, also ohne Käppchen. Ja. Und verlauf mich extra und suche Pilze. Mit einem Pilzbestimmungsbuch, weil man kann ja sterben, wenn man sich vertut. Suche ich Pfifferlinge, Steinpilze, Reizger, Parasol, esse ich alles. Das hört sich an, als wäre es nicht gelogen. Nein, wirklich, kein Scheiß. Ich sammle Pilze und esse die alle auf. Sehr gut. Ja. Okay, das hätten wir auch hier. Das nehme ich mit auf eine einsame Insel. Oh Gott. Adam. Adam. Sehr gut. Hast du gesehen bei RTL? Ja, Adam, ich gucke das immer und ich will, dass die poppen, aber keiner poppt. Ja. Es passiert nichts. Ich gucke die ganze Zeit diese Nackis, oder? Machen die irgendwas? Nein. Nein, aber die RTL-Mitarbeiter, die sich hinter den Palmen verstecken, die poppen die ganze Zeit. Das sieht man nur nicht. Ja. Weißt du, was ich schade finde? Wenn Adam und Eva sich treffen, ne, dann gucken die sich immer so bemüht in die Augen. Ja. Aber ich finde, die sollten direkt am Anfang sich sagen, oh, schöne Brüste. Also so, was man auch denkt. Aber die tun so, als wäre alles ganz normal. Okay. Das ist völlig geisteskrank. Ja. Wenn man sich trifft im Swingerclub, dann sagt man, boah, schöne Brüste. Warst du da auch schon mal? Ja, aus Recherche. Okay. Als Kellnerin. Ja, verstehe. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Das wäre halt super. Das trauen sie sich aber gar nicht. Und dann ist das so, irgendwie ist das doch voll verklemmt. Ne? Weil, obwohl total. Das wünsche ich mir von einer Fee. Scheiße. Dass ich endlich mein drittes Buch fertig schaffe. Okay, drittes Buch, okay. Wie weit ist es denn schon? Ich habe schon ein 20. fertig.
Okay, verstehe. Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe? Früher habe ich ja Drogen genommen. Ecstasy und so, das ist lange her, da war das Mode. Da war es wieder im Arsch geweint. Und dann haben wir mal so viel genommen, Freundin und ich, da haben wir einen Eimer gekotzt. Wir mussten uns übergeben, uns ging es voll schlecht und dann schwammen da ganz viele Pillen rum. Und dann haben wir die Kotze getrunken, damit wir das nicht verschwenden. Das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Das ist lange her, wirklich. 2, 3 Jahre. Das passt ja gar nicht. Das passt aber nicht in 2 Zeilen. Ich schreibe einfach Kotze gesoffen. Kotze getrunken. Kotze gesoffen. Lecker Kotze gesoffen, schreibe ich. Teure Kotze war das auch. Hast du das jemals erzählt? Das ist echt heißer Shit. Das ist richtig. Ja, weil es ist sparsam, es ist gegen Verschwendung eigentlich. Ja, okay. Ja. Aber du warst schon im Rausch da, dass absolut, du das einfach nicht kapiert hast, was du da machst. Ich konnte auch schon gar nicht mehr stehen. Ja, okay. So, das kann ich besonders gut. Pille nehmen und dann kotzen. Und ja, okay. Das kann ich gar nicht. Was kannst du denn gar nicht? Ist das, was du gar nicht kannst, was du sagst, boah, da bin ich völlig unbegabt. Ich habe ja gerade hinter der Bühne gesehen, da ist ja eine Frau, die was sehr, sehr gut kann. Golf. Ja, und das versuche ich zu lernen. Und mein Golflehrer hat gesagt, also du hast weder geistig noch körperlich Talent dafür. Und wenn du das lernen, wirklich, hat er gesagt. Geistig hat er gesagt, du hast geistig kein Talent dafür? Also ich habe gar keine Fähigkeiten. Tut es leid, Sie haben kein geistiges Talent, um Golf zu spielen, Sie müssen weiter Kotze saugen. Ja, also okay. Ja. Ja, und der meinte, wenn ich das lernen will, gerne, aber es dauert unfassbar viele Jahre, bis ich nur ein bisschen kann. Ja, vielleicht kann sie dir gleich noch ein paar Tipps geben. Ja. So, jetzt kommt die letzte Frage, das mag ich so an dir. An dir? Ja. Die Komplimente, die du gibst. Ja, vielen Dank, die Komplimente. So, Komplimente. Okay, ja, das ist doch schon mal, also muss man ein Foto machen, selbstverständlich, ein Foto. So. So, und dann? Muss ich intelligent, also versuchen intelligent. Versuche intelligent zu gucken. Nee, mach einfach eine Fratze. Intelligent gucken alle hier. Versuchen jedenfalls alle. So, das ist sehr gut. Oh, das tut weh. Ja. So. Also, der Film kommt morgen in die Kinos und heißt Schussgebete. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Film, auch wenn du nichts damit zu tun hast. Und, ja, wie? Aber ich mag den Film. Ich wünsche denen auch viel Erfolg. Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Und das nächste Buch, was du vorstellst, wird hier exklusiv präsentiert. Ich lese das ganze Buch hier in der Sendung vor. Wirklich wahr? Absolut. Jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung. Gleich geht's weiter mit Sandra Gahl, Deutschlands beste Golferin, bei uns zu Gast. Bis gleich.